Gut, eben Toni, du machst das Herztraining, das wissen wir. Du ernährst dich auch ganz anders, wie wir jetzt gesehen haben. Aber eben, du hast ja noch das, so das gewisse Zusatzding. Und das ist Anja Zeidler. Das ist das andere gewisse Zusatzding. Wo ja doch recht sportlich, kann man sagen, unterwegs ist. Fast schon Fitnessfreak, darf man sie, glaube ich, gerne bezeichnen. Wo dir auch noch schwierige Challenges stellt. Die erste ist nicht bestanden, die zweite perfekt gemeistert. Und natürlich hat sie auch diese Woche wieder etwas parat für dich. Und das schauen wir uns jetzt an, was es ist. Hey Anthony, eine weitere Woche ist um. Gratuliere, du schläfst dich super bis jetzt. Ich sehe, du gibst alles. Und ja, es heisst, eine weitere Woche ist um. Somit ist es Zeit für eine nächste Challenge für dich. Jetzt war ja so, dass du bei der letzten Challenge recht ins Schnaufen gekommen bist. Mit den Jumping Jacks, mit dem Stegensäckeln. Darum habe ich heute mal etwas Entspannteres für dich. Was entspannt heisst für eine Frau Zeidler, das zeige ich dir jetzt gerade. Die Kamera ist positioniert. Deine Aufgabe ist folgende. Du musst nicht, weiss nicht, wie schnaufen und rumgumpen, aber du darfst in einer bestimmten Position bleiben, und zwar in dieser. So, was ist das? Ein Squat, ganz genau. Du bleibst jetzt in dieser Position. Mal einfach ein bisschen hängen, gemütlich, Natur geniessen, unbeschwert, entspannt, ein bisschen vom Alltag abschalten. Wichtig ist dabei, ass to grass, das hier ist nichts, hier runter und einfach bleiben, schön schnaufen. Was du nicht darfst, ist hier abstützen oder der hier gibt es nicht. Hände entweder führen, von mir aus auch rauf, runter, aber nicht abstützen. Zwar hätte ich das von dir, also wahrscheinlich weniger Squats geübt als ich, mal 3 Minuten gesehen. Du musst nicht 3 Minuten am Stück arbeiten, wenn es nicht mehr geht. Du hast 10 Sekunden Pause und dann geht es weiter. Mach so wenig Pause wie möglich, glaub mir. Das Schlimmste ist nämlich aufkommen, nach 10 Sekunden gleich wieder müssen runtergehen. 3 Minuten, so wenig Pause wie möglich, wenn eine brauchst, 10 Sekunden und weiter. Viel Spass! Das tönt streng. Wir sind alle schon am Üben. Toni, meinst du, das kannst du durchziehen? Es macht jetzt schon mega weh im Fall. Ich bescheisse eben ein bisschen, weil ich mit den Füßen wirklich so runtergehe. Aber das ist auch okay, weil ich muss es gerne nicht machen. Ah! Ja, ich glaube, das wird streng, aber du hast ja jetzt eine Woche Zeit, um das zu machen. Gut, wir sind leider schon am Schluss angekommen. Weiterhin, Toni, viel Erfolg dir. Okay. Danke, Maria, dass du da bist. Danke, Sarah. Wir haben es geschafft. Ciao miteinander, jetzt dürfen wir wieder aufstehen. Oh.